Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Team Nurjungs konnte in der letzten Episode ordentlich gute Barsche in die Wertung bringen. Bei Team River Fighters lief es ein wenig schleppend, dennoch hatten sie einen guten 38er dabei. Naja, wir schauen mal, wie es in dieser Episode so weitergeht. Auch bei Team Gecasher lief es ebenfalls sehr zäh, hatten am Morgen auch einen 38er Purge. Ja, ob Team Nurjungs es schafft, die Punkte in dieser Episode zu halten oder ob die anderen Teams verzweifeln werden. Oh no, ein 45er. Ich sterbe. Oh mein Gott. Emotion pur, was machen wir jetzt? 45, Junge, können wir das überhaupt schaffen? Oh. Ja, das werden wir alles noch sehen. Schauen wir aufs Scoreboard bei Team Nurjungs, aktuell 2 Punkte. Einmal die Numbers mit 4 Fischen, einmal den Big Fish mit 45 cm. Bei Team Gecashert ist ein Fisch in der Wertung von 38 und Team River Fighters hat 2 Fische in der Wertung, davon der größte ebenfalls mit 38 cm. Ob die Teams es schaffen, die richtigen Köder zu finden oder die richtigen Techniken oder überhaupt Fische dabei sind, die Bock haben zu beißen, ja, das werden wir alles in dieser Episode sehen und wir wünschen euch eine Menge Spaß bei Episode 2 des River Fighters Purge Cups 2022. So, zweite Halbzeit. Wir haben jetzt in einen Kanal gewechselt und versuchen jetzt mal hier ein paar Kanten, Steinpackungen, den ein oder anderen Barsch vielleicht jetzt mal an den Köder zu bekommen. Ja. Versuchen es erstmal wieder mit Jigspinner und einem Gummifisch, werden aber wahrscheinlich relativ schnell auf dem Hardbait jetzt gleich wechseln. Lass mal schauen. Daumen drücken und die ganzen anderen Teams auf jeden Fall auch. Und dicke Fische, aber nicht so dick wie die von uns. Ja. Ich angel wieder die neue Wortfahrer und habe mal einen schönen Good Vibe drauf gemacht in der Farbe White Tiger. Also, Abfahrt. Johnny, also komplett unvorbereitet und Wasser, keine Fender dabei, kein Festmachermaterial, unglaublich. Also sowas, das erlebt man auch nur im Job. Ja, langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Die Jungs haben es auf jeden Fall geschafft und sind oberhalb des Gewässers angekommen und haben einen Gewässerwechsel vorgenommen. Ja Leute, und herzlich willkommen zur Episode 2. In der letzten Episode haben wir gesagt, wir wechseln das Gewässer, das haben wir jetzt getan. Wir werden jetzt Boonhobbing heute machen und Stressköder fischen, Shatterbait, Jigspinner, Crankbait, alles. Das ganze Programm. Aber natürlich auch Gummi. Drückt uns die Daumen! So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom River Fighters Purge Cup. Ja, was soll man sagen? Also, der Tag hat relativ zäh angefangen. Konnten dann zwar ein, zwei Fische fangen. Waren jetzt erstmal keine großen Größen. Aber ist natürlich fürs Gefühl und für die Last, die man dann, den Druck, den man sich selber halt auch macht, ist das schon mal sehr gut. Und ja, jetzt gehen wir voller Motivation in die zweite Runde. Ja, wir haben ja eine ganz gute Ausgangsposition jetzt mit den 4 Fischen. Aber ja, da muss natürlich noch was passieren, weil du weißt es nicht, da sind noch 2 andere Teams, die sind auch heiß, die haben auch Bock. Die alle angeln können. Und ich denke mal, die geben jetzt umso mehr Gas und das kann sich alles ganz schnell ändern. Ihr habt es ja letzte Woche gesehen. Wir hatten 2 Fische innerhalb kürzester Zeit. Das kann bei Johnny oder bei Team Gecashert genauso passieren. Das und dann kann ganz schnell umschlagen. Halt, alles wieder anders aus. Ne? Ja, von daher, wir geben jetzt Gas. Wir geben Gas. Wir haben Bock und versuchen an die erste Episode anzuknüpfen und noch ein paar Fische zu fangen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Gut. Also, Jungs und Mädels, viel Spaß beim Schauen und drückt uns die Daumen und Petrial auch an die anderen Teams. Jo, let's go. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hinfahren. Aber also, ich schätze mal, dass wir zu der roten Boje fahren werden. Ich fische jetzt wieder Civic, schleife hier schön den Deepcrawler an der Kante entlang. Ich stehe hier vor so einem Boomkopf. Ja, und werde den jetzt mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, alles mal durchprobieren und gleich auch nochmal die Farbe wechseln. Ja, und dann hoffen, dass auf jeden Fall gleich mal ein ordentlicher Einschlag kommt, damit wir unsere Karte noch ein bisschen verbessern können. Also ich habe den Hatcher genommen in 11 cm mit dem Shatterbait.
Also da die Barsche heute echt schlecht laufen, gehe ich jetzt einfach auf den Big Fish Point und versuche einfach mit einem großen Köder einen großen Barsch zu fangen. Einer reicht mir, wenn es ein 50 plus ist. Und das ist hier auf dem Plusabschnitt mehr als machbar. Und zwischendurch tue ich mal mit dem Jigspinner mein Glück probieren. Das ist jetzt erstmal der Plan. Aber erstmal Hatcha mit Chatterbait hat mir dieses Jahr sehr viele dicke Barsche gebracht. Überall, alles. Zander, Hecht auch natürlich. Aber hat mir echt viele große Barsche gebracht. War so ein 11 cm Köder, ist ein kleiner Happen für einen richtig dicken Barsch. Ich kann euch den mal zeigen, das Besondere an dem Hatcha. Der Hatcha, also es gibt einen Huddletail, den werden wahrscheinlich viele von euch gar nicht kennen. Der Huddletail ist ein sogenannter V-Schwanz in die andere Richtung. Ein bisschen dicker, da seht ihr es. Und der am Chatterbait macht natürlich so einen Stress. Den hat die Firma Lurejunks extra zum Chattern entwickelt. Persönlich mein absoluter Favoritenköder für den Chatterbait. Ja, ich habe mich auch für eine etwas aggressivere Variante entschieden. Ich fische unseren Dropbite in 13 Gramm müsste er haben. 13 oder 14 müsste ich jetzt lügen. Und fische dann halt schon recht aggressiv und auch aktiv. In der Hoffnung, dass wir irgendwelche Fische, die halt ein bisschen aktiver sind und auf dem Spot stehen, vielleicht dann auf den ersten Wurf direkt damit ansprechen können. Von der Farbe her, ja, habe ich nichts allzu Grelles gewählt. Eher was auch, was ein bisschen noch flasht hier. So ähnlich wie, und das ist so wie so Gold Rush, würde ich jetzt mal sagen, wie unsere Farbe Gold Rush, die wir auch an den Gummifischen haben. Mit ein bisschen UV, kupfernes Blatt. Sehr gute Farbe, ich mag die sehr. 13 Gramm habe ich recht gehabt, da steht es drauf. Ja. Und er bringt auch Fisch. Ob er das heute macht, werden wir sehen. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Eine sehr geile Farbe. Kann man bei trüben Gewässern fischen, aber auch bei klarem Gewässer. Wie gesagt, mit dem dunklen Rücken und dem orangen Bauch. Die Scheren treiben ja schön auf. Also das heißt, wenn der Köder beim Grund geschliffen wird, stehen die Scheren immer schön oben und machen dann ihre Aktionen. Ja, wie gesagt, das kann man sehr gut anwenden auf Barsch, kann man auch auf Zander fischen. Und ab und an schlägt auch mal ein Hecht drauf ein, aber dann hat sich die Geschichte mit dem Vorfach leider erledigt. So. Ja, also Attacke, würde ich sagen. Gino, jetzt kommt Spot Nummer 9. Glücksspot. Jetzt kommt der Spot Nummer 9. Ich glaube eigentlich, dass es schon Spot Nummer 10 ist, aber den einen, den sehen wir einfach mal mit. Guck mal, da geht gleich die ganze Kiste direkt auf die Kiste. Bei Team Gecashert scheint es jetzt alles auf den letzten Spot zu setzen. Vielleicht ist es auch nicht der letzte, wir wissen es nicht. Sie wechseln auf jeden Fall fleißig die Stellen, um potenzielle Barsche zu finden, die Bock haben, an ihren Ködern hängen zu bleiben. Naja, ob das was wird, das werden wir noch sehen. JJ, hast du noch so einen Krebs? Ja, hab ich noch so einen Krebs. Darf ich mir einen nehmen? Darfst du einen nehmen? Geil. Na, dann gucken wir mal hier. Ja, die Qual der Wahl, ne? Ne, den Orangen nehme ich dann jetzt nicht. Dann nehme ich mal hier. Klassikerfarbe, Green Pumpkin Chartreuse. Das ist eine Bank. So. Bei Team Lurejunk scheint die Stimmung schön gelassen zu sein. Die Jungs haben aktuell keinen Druck, wollen natürlich aber ihre Punkte ausbauen. So, hier habe ich noch einen kleinen Gummistopper, damit sich das nicht vertüttelt mit dem Tungsten. 10 Gramm, ja, 1-0er Haken. Ja, und den werde ich jetzt hier mal versenken und dann schauen wir mal.
Also wie gesagt, die Jungs, die haben die Ruhe weg. Sie haben keinen Druck. Anders sieht's da aus bei Gecashert. Sie müssen unbedingt Punkte machen. Ja, ja. Oh, guter, cool. Ein bisschen besserer Fisch sogar. Komm. Das dauert zu lang. Rute quer, rute quer. Hallo. Weiter geht's. Ja, mach du fertig, ich angel weiter. Komm. Ich weiß, wo wir sind. Wo ist die Matte? Ja, ein kleiner, ne? Ja, 29. Dann geht's gleich weiter. Nicht petzen, ne? Weiß Bescheid. Jetzt habe ich ihn hier durchgefällt. Episode 2. Erster Barsch an Bord. Gefangen auf dem Natural Perch Bleak Shad. Ja, mit der Rute Rotfader 2,28 Meter, 7 bis 28 Gramm. Wie gesagt, ist noch nicht auf dem Markt. Sollte aber bald rauskommen. Ich angle mal weiter und versuche noch ein paar Fische rauszuziehen. Sieht zu gut aus. Sieht einfach zu gut aus. Ja, ich mache jetzt immer ein paar Würfe mit dem Quank, ein paar Würfe Shatterbait Hatcher, ein paar Würfe Quank und das die ganze Zeit durch. Und einfach nur auf, wir hoffen einfach nur auf einen Standfisch, der einfach zufällig drauf nagelt. Also irgendeinen, den man aus der Reserve locken kann. Statt wir uns jetzt wie letztes Mal festbeißen auf den Spots und hoffen, dass da irgendwann ein Fenster aufgeht, weil heute läuft es definitiv schlechter wie letztes Jahr. Und das sieht man auch bei den anderen Teams. Und bevor wir da jetzt den ganzen Tag sitzen und gar kein Beißfenster abkassieren, versuchen wir jetzt den Big Fish Point zu holen. Das ist unser Ziel. Dass wir wenigstens mit einem Punkt aus der Nummer rausgehen und das ist hier auf jeden Fall machbar. So sieht's aus. Bei Gecashert scheint es schon wieder zu zappeln an der Route. Ja, da landet der nächste Perch im Kescher. Kein Riese, ja, aber Fisch. Also jetzt wirst du mal spielen, das ist einfach mal so Gummifischstoffe, die du hast. That's it. Nächster! Ich kühle das schon ab. Da hat Maß. 26. Schon mal gut für die Motivation, dass wenigstens etwas klappt. Ey, aber wenn du jetzt ein Dings hast, Tobi, ey, einen großen Barsch auf der Route macht schon Spaß. Ja, ich sag doch, das ist die Weghart, aber beim Fischtraum ist das gar nicht so. Ja. Der Wind hat ein bisschen zugenommen. Ja, und wir haben eben, wo wir drüber gefahren sind, vor der Mittagspause, haben wir echt viele Fische hier auf dem Grund gesehen. Deswegen haben wir jetzt hier mal geankert. Wir sind quasi mitten auf dem Fluss. Fischen jetzt hier zu dem Hafen bzw. Campingplatz hin auf dem Grund. Der Marcel mit Sea Rig, ich mit Free Rig. Und ja, da bei uns jetzt
sowieso Powerfishing angesagt ist. Wir machen das jetzt mal so 10, 15 Minuten. Und wenn hier nichts passiert, dann werden wir wahrscheinlich ein Stückchen weiterfahren, ein paar Buhnenköpfe mal abklappern und da vielleicht ein bisschen die Muschelbänke auschecken und so. Und ja, dann hoffen wir mal, dass mal irgendwie wieder ein Beißfenster aufgeht. Ne? Und bei Team Gecatchert scheint schon wieder der nächste Fisch auf dem Maßband zu liegen. Und dann geht er zurück, der Kleine. Das wird knapp. Komm hier rüber. Haben. Lass mal rauf. So, erstmal checken. Das war ein Satz mit X. 24. Was ist mit Schnaß? 25, oder? Ja, die anderen haben doch gerade eben auch einen Antrieb angeschlossen. Guck mal, wenn du den richtig legst, legst du den sogar auf 25. Ja, nicht ganz. Was liegt denn hier unten drunter eigentlich? Das hier klaut 8 cm, das Ding da. Hauptsache, wir haben die Numbers heute mal. Ja, doch, der ist auch vom. Warte mal. Das. Ja. Ah, was haben wir hier? Ja, knapper geht's nicht, genau 25 cm. Carolina Rig auf einen Molex Sator Worm. Schöner kleiner Kerl. Der darf aber sofort wieder rein. Auf Wiedersehen und bitte Kumpels vorbeischicken, die größer sind als du. Ja Leute, mir fällt der Arm ab. Twitchbait, Quankbait, Chatterbait. Aber wir hatten gerade einen riesigen Barsch als Nachläufer. Beziehungsweise Frankie hat ihn auf Nachläufer. Auf dem, irgendwie so ein Tees. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, der Köder. Wüste. Wüste. Egal, wo ich stehe in diesem Boot, der kommt mir immer zu nah. Dann mag das so liegen. Oh, Lady, du, Lady, du, Lady. Jo, warte, hey, mal einen neuen Köder dran. Die gute Zepko-Kiste. Bin schon so lange. Einfach so mega geil. Für Wubbeler. Da seht ihr es. Halb des Quengs. Der letzte seiner Art. Den letzten seiner Art. Tada! Motoröl. Weiter, Frankie. Ja, Einwurf. Und da kommt er schon. Den hätte ich über Wasser ab, ey. Ich hab den da runter. Den schön über Wasser rausschmeißen. Jawohl, der war ein bisschen besser, ne? Fuß.
Mit Drehung. Sauber. Für gerade eben noch. Kommt mir jetzt den Haken mit dem netten Finger. Komm. Natural Patch Big Shed von LMAP. Ja, der ist jetzt mal ein bisschen größer. Mal gucken, so könnte es ja weitergehen, oder? Dass sie ein bisschen größer werden. Wenn du dem jetzt auch erzählst, dass er seinen Kumpel schicken soll, wie der Kleine eben. So, legen wir mal drauf. Ach, der streckt mich immer so. Ja, 33. Jetzt. Ja. Und. Da geht er. Jawohl, weiter geht's. Und damit wird's auch Zeit fürs Scoreboard. Bei Team Lurjunks hat sich ein bisschen was getan. Sie haben einen Punkt verloren. Immer noch den Punkt für den dicksten Fisch des Tages. Ja, Team Gecatchert hat aufgeholt. Sie haben die Numbers aktuell mit 5 Fischen. Somit auch die Top 5 als erstes erreicht. 2 ganze Punkte für Team Gecatchert. Ja, bei Team Western River Fighters, da sieht's noch weiterhin mau aus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist genau dein Ding. Wir haben alles, was du benötigst. Und jetzt catcher dir ein. Es ist gut, dass die Punkte sich aber verteilen. Ja. Weil so gesehen hat Lurjunks jetzt nur noch einen und den Big Fish, weil 5 haben sie noch nicht voll. Ja. Und vorher hatten sie den Numbers Point auch noch. Das heißt, wenn wir jetzt einen Fuffi fangen, dann haben die aktuell 0. Klar, einen werden sie sich irgendwo wieder zusammentwitchen. Dann haben sie, dann hat jeder, geht es eigentlich so fair in eine faire Richtung. Das ist ja noch früh am Tag, ja, ja. Leute. Wir haben auch so viel gefangen. Ich weiß, man, es kann so vorbei sein und klatsch, geht das in Ferne los. Haben wir oft genug gehabt, aber ja, irgendwie sind wir gerade ein bisschen down, also ich auf jeden Fall. Don't stop believing. One and gone. One and gone. So, ich habe hier hinten jetzt mal einen kleinen Trailerhook dran gemacht, weil heute Morgen war, glaube ich, der erste Kontakt, war auch ein besserer Fisch, auch hier auf den Chatterbait. Und ja, der hat halt nicht gehangen. Und wir sind ja im Turnier, deswegen jetzt gehe ich mal auf Nummer sicher. Ja, deswegen habe ich den montiert. Und wenn die Fische so vorsichtig beißen, vielleicht macht das den Unterschied. Wir gucken mal. Und während bei Team Lurjunks noch experimentiert wird, sieht es so aus, dass bei Team Gecatchert der nächste Fisch am Haken hängt. Mach weiter, ich cache mir den. Warte, ich halt die Bock. Hey, egal, mach. Ja, der ist nicht so groß. Das ist jetzt nichts, selbst wenn er jetzt abgeht, ist nicht so wild. Das ist wieder so ein kleiner Rapfen. Ein kleiner Rapfen. Ein Rapfen? Ein Rapfen. Der geht nicht. Ja. Kommt halt aktuell bei uns nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik oder auf die Masse. Auf jeden Fall Bock auf den Wurm. So. Ja. Schöner kleiner Barsch, der wird Maß haben. Sind wir bei 26 cm. So. Darf wieder schwimmen. Klein, aber sehr, sehr hübsch.
gebissen, auf wieder auf den Molex Sator-Wurm am Carolina Rig. Und dann mach's gut, Kollege. Hier nochmal der Köder von eben, Molex Sator-Wurm. Besonders an dem Köder ist, dass in der Kugel am Schwanz Luft drin ist. Das heißt, er steht immer schön oben und kann halt von den auch kleineren Fischen sehr, sehr gut eingesaugt werden. Kleinere Fische ist das Stichwort. Mit den großen hat es nicht geklappt. Also haben wir gesagt, wir gehen jetzt auf Zahl. Das heißt, wir versuchen uns den Numbers Point zu krallen. Hoffentlich klappt es am Ende. Werden wir dann sehen. Aber Köder muss ins Wasser, weil Köder nicht im Wasser, gibt es keinen Fisch. Ja, wir müssen jetzt ein Stückchen fahren. So 10 Minuten ungefähr. Und ja, wir wollen uns dann, wenn wir da angekommen sind, von hinten zurückarbeiten. Da, wo wir jetzt hinfahren, die Buhnen, da angeln halt auch nicht so viele Leute. Und dann hoffen wir mal, dass mal endlich einer einsteigt. Ja, weil es ging eine ganze Zeit jetzt nichts mehr. Und wir brauchen auf jeden Fall noch den fünften Fisch. Marcel hat jetzt auch neu gebunden, hat einen neuen Krebs drauf gemacht. Und ja, dann hoffen wir mal, dass gleich noch was geht. Sag ich. War richtig schöner. Wechsel 40er. Bei Team Lurjunk scheint es zu laufen. Sie wissen anscheinend, wo sie die dicken Barsche erwarten können. Und auch zum Biss überreden kann. Natürlich nicht in der hohen Frequenz, dafür sind es aber gute Fische. Und aktuell reicht es auch, um ein wenig wieder nach vorne zu preschen und sich den Top-5-Punkt zurückzuholen. Ob das am Ende des Tages so bleibt, das werden wir noch sehen. Die anderen Teams haben es nämlich auch faustig hinter den Ohren. Boah, fettes Petri. Super Fisch. Würden wir auch nehmen. Aber es gestaltet sich nach wie vor sehr schwierig. Die vermeintlich heißen Spots sind heute nicht so heiß. Boah, brutal. Den können wir ja von unseren so vier aneinander kleben. Ja, es erlaubt ist. Brutal, Petri. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall top. Aber. Ich glaube, die zwei Punkte, die klein gehen kann nicht jeder in Massen. Ich glaube, muss auch mit kleinen Dingen umgehen können. Ulala, Baby. Es regnet und stürmt. Und wir fangen keine Fische. Und wir machen die Lieblingsangelei, Fährenhämmern. So arm. Aber was soll man machen, ne? Wir haben bis jetzt schon einiges getestet. Schnell, langsam, Finesse, Krebschen, Spinjigs. Wir haben alles durchgetestet. Wir haben auch den einen oder anderen Spot gefunden, wo wir sicher sind, dass die Fische da waren. Aber die Fische wollen nicht. Da macht man nichts. Vielleicht geht es heute im Laufe des Tages noch. Und es funktioniert. Man wird es sehen. Zwei Stunden. Zwei Stunden ist eine lange Zeit. Toller Fisch, der war super wichtig. Unser fünfter Fisch, dafür, also damit haben wir jetzt die Top 5 voll. Und wir hauen jetzt aber hier direkt ab, wir lassen den Spot in Ruhe. Fahren jetzt 5 Minuten in die andere Richtung, ein bisschen Richtung Regen. Mal gucken, wenn es wieder anfängt zu regnen, ist es halt so, ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir kriegen dann halt noch einen größeren Fisch. Wir sind auch dann an der Fähre, aber halt die nächste. Und ja,
hoffentlich funktioniert das so, wie es jetzt hier gerade funktioniert hat. Ich bin auf jeden Fall happy und Marcel grinst auch schon. Gut, der fehlt knapp. Aber egal, der ist magisch. Aber wieder voll weggeballert. Ich habe jetzt gerade Köderwechsel gemacht, ja? Wieder den Peak-Check drauf gemacht. Schon läuft die Nummer. Und schon wieder knallt es in der Kiste. Das Gelb ist nass. Kann man ja auch mal erwähnen. Beug dich, Pano. Das ist einer, der da in dem Pult gewohnt hat. Ja, ne, den habe ich irgendwo rausgekriegt. Gerade eben wieder gewechselt, Köder, Pleakshed, Natural Patch Farbe von Elmar Bär. Also wie gesagt, erster Wurf nach dem Wechsel, hat direkt wieder Fisch gebracht. Gucken wir mal, ob der kleine Maß hat. Ja, ja. Ha, genau 25. Hey, du. 25 cm, die am Ende vielleicht wichtig sein können, ist auf jeden Fall maßig. Und Freundchen, schick jetzt bitte deine Brüder vorbei. Ne, lassen wir dich mal wieder zurück. Und wupp, weg mit. Ja, Petri auf jeden Fall. Scheint sich ja bei euch was zu tun. Bei uns leider nichts, bis auf Regen. Aber wir machen jetzt eine ganz lange Buhnenstrecke. Die ackern wir jetzt mal ab mit Chatterbaits, dem Hutscher. Ich habe jetzt mal die Farben ein bisschen durchgewechselt. Eben auch mal kurz ein Spinnerbait dran gehabt. Ja, Nobby fischt, glaube ich, gerade Cirik wieder. Ja. Krebs, Krebs. Ja, und irgendwo an irgendeiner Buhne wird sich schon einer der Burschen aufhalten und hoffentlich Bock auf einen unserer Köder haben. Bitte. Nein, das kommt mal. Der ist nicht schlecht, glaube ich. Könnte ein Bruder sein. Oh, oh ja. Wohin? Hier. Muss dir jetzt leider nachkriechern, sorry. Aber ich habe gedacht, du stehst zu weit weg von mir. Hätte ich mich losgelassen, hätte ich auch vorlaufen können. Sorry. So. Fisch. So. Das ist der nächste Barsch. Wirklich diesmal ein bisschen besser. Ne? Also schon mal einer von den Brüdern. 35. Ja, wieder ein schöner kleiner Barsch. Wieder Pre-Chat, Natural Barsch von Elmar B. Wirklich gut heute der Köder. So, lass mal dich mal wieder schwimmen. Und der wollen wir aber ganz schnell zurück. Ja, weiter geht's. Und weiter geht's auch mit dem Scoreboard. Bei Team Lurjan sind es wieder 2 Punkte auf dem Scoreboard. Diesmal aber für den größten Top 5 Punkt und den Big Fish Point mit 46. Team Gecatcher hat 8 Fische in der Wertung, heißt aktuell der Numbers Point und Team Best in River Fighters leider Gottes noch hinten dran. Fische und Strukturen einfacher denn je erkennen. Jetzt. Mit noch klareren Bildern, einer höheren Auflösung. Verbesserter Zieltrennung. LiveScope Plus. Nur von Garmin. Ich habe mir wieder von der Firma Hardywise die Black Aero mit meiner niegelnagelneuen Saero BB geschnappt. Also das ist eine Shimano Rolle. Müsst ihr euch mal auschecken. Extrem geile Rolle. Ich fische die super gerne. Ja, habe jetzt wieder einen Decor dran. Ein Krebs, der sich auftreibend ist am Seawick. Und hoffe, wenn ich den jetzt so langsam im Seawick hier über den Boden ziehe, dass durch die Bewegung von der Fähre, der natürlich richtig in Bewegung da unten kommt. Oh, da hing er schon. Ja, und den ziehe ich jetzt langsam
da vorne über die Muscheln und hoffe, dass ich so einen Barsch aktiviert bekomme. Weil die werden hier sein, die sind da. Wir haben sie gerade auch über einen. Oh, jetzt habe ich eine Muschel dran. Wir haben sie auch gerade in der Buhne über einen Sidescan gesehen, angeworfen. Mit Live-Technik angeworfen. Sie haben reagiert, kamen hinterher, teilweise bis vors Boot als Nachläufer 40 plus Barsche. Aber gebissen haben sie nicht. Vielleicht sollte ich so eine Muschel aufbrechen und die leer schlürfen. Ja, da kriege ich bestimmt Bauchschmerzen. Dann bevorzuge ich lieber die Grunde. Das heißt, der Numbers Point ist erstmal weg. Der Numbers Point ist weg. Ja. Na dann. Gucken wir noch, dass wir einen 40er erwischen, um zumindest den Top 5 Punkt zu sichern. Und mit dem 46er stehen wir jetzt auch ganz gut da. Ich glaube, die anderen Teams haben beide noch keinen Fisch über 40. Ja, auf geht's. Kein Köcher aus. Hinter dir, neben mir. Auch die Kleinen scheuen sich nicht vor dem Networm. Der ist ja schon ein bisschen was größer. Aber ich mag das halt, weil er halt auch eine gute Silhouette bietet. Hier in der Farbe auch einen ordentlichen Kontrast. Und jetzt versuchen wir den mal schnell. Ich glaube, der ist was für die Numbers. Ne? Ja, besser. Der hat ihn auf jeden Fall ordentlich. Ah. 28. Und schnell zurück mit dem Nachwuchs. Man, ja, schon Jugendlicher. Hm? Super, da freue ich mich. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen auf Numbers Point. Und dann werden wir jetzt ja noch eine gute Stunde hier machen. Und dann werden wir runter zum noch ein bisschen an die Steinpackung gehen. Gucken, ob wir da noch was rauszitschen können. Und dann war es das für heute. Aber wir haben ja jetzt noch ja, knapp 2 Stunden Zeit. Ne? Immer noch. 16:06, ja. Dropshot? Ja. Ja, Frankie, mach noch den Numbers Point alleine. Irgendwie ist auf Johnny heute kein Verlass. Mach schnell Akkus her. Und tschüss. Schubzi, schick mal den Opa vorbei. Oder die Oma. Mann. Ja, ich habe jetzt meinen Köder gewechselt. Ich werde jetzt mal eine Zikade fischen. Von Savage Gear. 14,5 Gramm. So ein bisschen gültlich. Die Farbe. Ja, mal gucken. Also, ich habe jetzt ein paar Bisse gekriegt auf dem Chickspinner, aber es war nichts Gutes dabei. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Also, mal gucken. Ja, zum Dropshot-Fischen benutze ich hier die W6 in 7 Fuß, 2,10 Meter lang. Ein Wurfgewicht von 4 bis 21 Gramm. Richtig? Ja, richtig. Ich würde sie jetzt mal nicht so als typische Dropshot-Routenaktion bezeichnen, diese Aktion, die die Route hat. Also die ist ja auch schon ein bisschen was straffer, so ein bisschen semi-parabol aus der Spitze raus. Und die muss man nicht nur zum Dropshot oder kann man nicht nur zum Dropshot fischen benutzen, sondern auch hervorragend, wenn man jetzt mit ganz leichten Cheburashka-Köpfen fischt. Also ich fische die Route sehr gerne. Fische die auch mal mit einem leichten Jighead, mit leichten Tungstenköpfen. Da kann man die auch hervorragend zu benutzen. Ist auf jeden Fall eine richtige Fun-Route. Und ich kann sie kaum aus der Hand legen. Ja, in der Zwischenzeit haben wir schon wieder einen Biss gehabt. Da müssen wir den Köder mal richten. Jetzt hat der Regen Gott sei Dank mal aufgehört hier. Jetzt kann man die Kapuze mal wieder absetzen. Grausam. Dann schmeiß ich die Angel ins Wasser. So, ich habe gerade verstanden, das ist kein Bach. Okay.
eine Zange hinter dem Sitz da. Wo der Kescher normalerweise hinkommt. Ich versuche den wieder gleich hier im Wasser abzuhaken, weil der arme Kerl soll. Na komm, jetzt aber. Kann direkt wieder weiter schwimmen. Ah, mies. Aber dafür verhascht, wenn einer braucht, hier Göfi Blickchat, was ist es hier, Purple, ich ärgere mich gerade so, dass ich gerade nicht weiß, was heißt, irgendwas Purple Chartreuse oder sowas. Rave. Purple Rave, genau, der ist es. Ah. Also, warum sind die Schächte hier auch so Barschpantomime, ey? Muss ich mal einen Angel ins Wasser werfen, gell? Weil ich gerade gesagt habe, wenn das kein Barsch ist, schmeiß ich die Angel ins Wasser. Mhm. Kann ich aber einen anderen nehmen, der zu teuer ist. Das Spot, also wir haben jetzt 20 vor 6. Das Licht ist auch jetzt ziemlich geil. Also wir können ja nur bis 6 Uhr angeln. Ich mag es ja so zwischen 6 und 8 noch auf Barsch zu angeln, aber was will man machen? Wir hatten heute Morgen ja auch genug Zeit. Ist halt dann jetzt so. Und wir können uns ja auch nicht beschweren, ne? Also haben halt jetzt nicht gut reagiert heute, leider nur auf die Twitch-Baits. Heute Morgen halt auf Chatterbait einen verloren, dann den Zander-Nachläufer auf Chatterbait. Wir probieren das, denke ich mal, morgen früh nochmal, auch mit Krebsen dann morgen früh. Ah, hier sieht man, da angeln wir den ganzen Tag an den Fischen vorbei. Die stehen nämlich auf 10 Meter, 12 Meter. Ja, so ist das. Aber die Flachen, im Flachen stehen ja die Dicken, deswegen fahren wir mal ins Flache, oder? Hier nochmal ein schöner kleiner 25er. Danke für die wertvollen Punkte. Und ab zurück mit dir. Bei Team Gekeschert scheint es der richtige Platz war jetzt gewesen zu sein, um noch auf den Numbers Point zu gehen. Aktuell eine gute Stückzahl. Schauen wir mal, ob Team Lurjunks oder Team Westin River Fighters dort hinterherkommen. Team Lurjunks aktuell 2 Punkte für Top 5 und den Big Fish. Team Westin River Fighters aktuell bei 4 Fischen. Ja, ich fische jetzt gerade zum Dropshot-Angeln die Hardy-Wise Valley Hunter 712 ml. Die nehme ich eigentlich gerne für dicke Barsche. Für die ganz kleinen ist jetzt ein Ticken zu grob, aber ich sag mal so ab 30 aufwärts ist es eine echt gute Rute. Die hat 3,5 bis 14 Gramm. Und ja, ist auf jeden Fall, bin ja da, bis wieder und wieder. Das sind die ganz kleinen. Und immer noch. Da, guck doch meine Spitze. Sitze weg. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ja, dies hat eben eine, sag ich mal, eine schöne durchbiegende Aktion. Die Black Arrow, die ich fische, die hat ein bisschen mehr Dampf. Die hat bis 18 Gramm. Die ist dann vorne etwas weicher, aber hat dann hintenrum mehr Power. Die nehme ich dann meistens zum Jiggen oder Twitchen. Die nehme ich oft für Finesse-Sachen, aber auch zum Twitchen super gut. Also sind beides von mir so Allrounder-Routen. Und wenn es ein bisschen gröber sein soll, Crankbait, Chatterbaits mit etwas größeren Ködern, wie zum Beispiel den Hutchine 11 cm, dann fische ich immer die ProForce 2. Und das tue ich jetzt auch. Schicken. Ich habe auch gerade noch ein bisschen Platz wieder. Kann er sich mal ein bisschen wehren? Wie bitte? Sag, kann er sich mal ein bisschen wehren? Ja.
So. Gino hat was Besseres drauf. Oh ja. Ach so, dann hängt mein Köder noch. Ja, halt, nehmen wir die Hudi mit. Da hängt noch alles drin. Oh, Dankeschön. Bild hab ich. Hast du? Gib mal hoch. So, nochmal ein kleiner, was hat er, 26 cm glaube ich gehabt, Barsch, aber der Gino hat auch direkt den nächsten, deswegen tun wir den direkt zurücksetzen, damit der große Bruder von dem auf die Matte kann. So. Achtung, dass die Angel von dir bis auf die Seite. Schöner 36er. 36. Hier vorne auf der Muschelkante. 10-15 Meter vom Boot entfernt. Alles voll mit Barsche. Jeder Wurf ist ein Fehlbiss. Also ich hau da ja noch nicht mal an. Weil es ist wirklich so. Die hauen wahrscheinlich hinten auf den Paddel, schmecken den Knoblauch und kommen immer wieder drauf. Und denken sich, das habe ich noch nicht geschmeckt. Aber wenn kein großer da ist. Oh Leute, das ist echt so hartes Angeln immer. Wenn man weiß, hier sind sie und man sitzt die Nummer einfach aus in der Hoffnung auf diesen einen Augenblick. Ja, aber ich mache mir das mal auf jeden Fall. 25 cm. Kannst du ihn gerade abhaken, drauflegen. Weil dann schnell nach hinten stürzen. So, dann übernehmen wir das einmal kurz von Gino. Abgehakt hat er sie schon, dann muss man nur einmal wieder durch den Kescher friemeln. Na, also wie gesagt, Ginos Fisch. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich das gerade mache. Das ist alles glitschig. Und wir haben 26 cm. Machen wir gar nicht lange rum. Darf der auch wieder schwimmen? Gebissen wieder auf wegen Bleakshad in Natural Perch. Das funktioniert gerade richtig gut. Und weiter geht's. Morgen wechseln wir komplett. Wir fahren morgen auf ein ganz anderes Gewässer. Da, wo ich erst hin wollte. Aber mein lieber Partner nicht hin wollte. Hat Angst, das verbrennt. Obwohl da schon nur noch Lava ist. Ist schon verbrannt. Aber letztes Jahr hat es ja gut geklappt hier. Dieses Jahr, na da. Fische wollen einfach heute nicht. Vielleicht wurde auch nach dem Perch Cup die Spots einfach totgetrampelt. Wir müssen jetzt wieder neue finden. Ja, nach so einem Tag und Turnier, da fängt der Kopf an zu grübeln, ob das alles so richtig war, wie man sich dort entschieden hat. Fangmeldung. 50er Barsch. Gekeschert. Bitte, 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 bitte. Ach nee, die haben ja schon einen Punkt, ne? Die haben ja den Numbers Point. Stimmt, den haben sie ja schon. Wir brauchen den dann. Fangmeldung? Nein. Ja, aber zwei Punkte sind noch machbar an einem Tag. Muss am Morgen nur Glück haben. Fünf dicke und den größten. Und schon hat man sie wieder eingeholt. Die Jungs. Aber man merkt es auch, kein Hecht. Wir haben gequankt, wir haben geschettert, wir haben alles gejiggt wie der Weltmeister. Alles probiert. Keinen Hecht, keinen Zander als Beifang. Da weiß man dann einfach, dass heute irgendwas den Fischen auf den Magen geschlagen ist. Und dass dann nur diese
kleinen Mini-Barsche, die wahrscheinlich zu Hunderten da unten rumgeschwommen sind, da mal einer zwischendurch mal hängen geblieben ist. Das ist einfach ein Futterneid. Ja. Und es kommt zum Feiern, schön die Sonne raus, ne? Ist doch ehrlich. In die Sonne. Einfach in die Sonne. Ich sehe überhaupt nicht, wo der hinfliegt, weil die blendet so hardcore. Aber ich denke mir einfach, wo ich gerne wäre, sind vielleicht auch Fische und ist halt in der Sonne. Also werfe ich in die Sonne rein. Hör auf mich abzulenken, der war besser. The Last Cast, Leute. Bitte, 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 bitte. Der letzte Wurf. 2 Minuten noch. Komm. Das ist echt hart. Man wirft 10 Stunden auf Barsch und man kriegt nicht ein Tock. Nicht ein Tock. Das ist unglaublich. Das ist mein härtestes Barschangeln. Seit Ewigkeiten. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich so hart auf Barsch geangelt habe wie heute. Timeout. Gott sei Dank. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, also das war schon ein sehr harter Tag. Wie gesagt, es hat genug Kontakte gegeben von kleineren Fischen, halbstarken. Selbst die wollten nicht hängen bleiben, sodass die uns auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was die Numbers anbelangt. Aber ich hätte mal mindestens gedacht, dass mal der ein oder andere bessere Kontakt kommt. Zumindest mal, dass sie sich mal anmelden. Ob es nur hängen bleiben oder nicht, ist eine andere Sache. Aber gar nichts, null. Also es war wirklich sehr hart. Trotz Gewässerwechsel am Mittag kann man halt nichts machen. Ist halt so. Gleich wird Energie getankt, schön heiß geduscht, was gegessen. Und dann gehen wir morgen mit vereinten Kräften und ja, mit neuer Energie beginnen wir dann einen neuen Tag und sehen dann, dass wir da was Gescheites ans Band bekommen. Ja Leute, Ende der Episode. Schaut mal bei uns im Shop rein bei www.wilverfighters. Dort findet ihr alle Erfolgsköder heute von mir und Frankie. Nein, aber da haben wir natürlich unsere schönen Routen von Hardywise und die schönen Westing-Routen und den Bloodtees. Ja, war ganz schön turbulent. Turbulent, ne? Also wir hatten echt 3 Wetterwechsel, Regen, Sonne, Regen, Sonne und jetzt wieder klarer Himmel. Ne? Wir haben die Fische gefangen, wir haben 5 Fische gefangen. Ich glaube, vernünftige Größen. Ich glaube, dass wir 2 Punkte dann auch kriegen, ne? Big Fish und Top 5. Ich denke ja, so ich denke schon. Ja. Außer es kommt jetzt noch irgendwie was reingeflattert an Fangmeldung. Zu spät. Und ja, dann gehen wir gleich mal in die Fritur, ne? In die Fritteria und holen uns eine Pommes. Die wir heute verdient haben. Heute wird nämlich nicht mehr gekocht, weil das war heute Morgen alles so ein Hin und Her und auch nicht richtig viel geschlafen und so. Von daher. Dann stärken wir uns nachher mit einer Pommes und einer Frikandel und oder was es da auch gibt. Und vielleicht trinken wir noch eine kleine Kaltschorle, stoßen einmal kurz an und ja. Und dann besprechen wir, was wir morgen so machen. Dann machen wir einen Schlachtplan. So sieht's aus. Zum zweiten Tag. Jo, perfekt. Tag 1, super. Episode 2 ist hiermit auch beendet. Erste Episode ist ja nicht so gut gelaufen. Zweite Episode haben wir gesagt, okay, wir gehen voll auf Numbers. Ja, hat funktioniert. Hat voll funktioniert. Also den Numbers-Punkt, den nimmt uns heute keiner mehr weg. Hoffen wir, ja. Ich glaube, wie viele Fische haben wir heute gefangen jetzt? Jetzt am Ende 14, 15? 16. 16 Fische, 15 mehr, Fische? Weniger? Keine Ahnung. 12 in der Wertung. 12 in der Wertung. Achso, 12 in der Wertung, ja. Oh Mann. Ja, aber das, ja, das ist super. Soll reichen. Das ist super. Morgen gehen wir auf jeden Fall wieder. Wir geben Gas und wir überlegen uns heute, wie wir morgen den Tag angehen werden. Wir freuen uns jetzt erstmal auf was richtig Schönes, Deftiges zu essen und eine hoffentlich ruhige Heimfahrt. Ja, ach, guck mal, Sonne scheint. Ja, wie gesagt, ich verabschiede mich.
mit dem LMAB Bleakshed in Natural Patch. Der hat heute wirklich geliefert, der hat wirklich Vollgas gegeben. Also wir haben heute eigentlich mit dem Köder am meisten abgeräumt. Ja, tatsächlich. Auch mit einem, aber. Ja, nee, super, war super gewesen. Ja. Dann, ich hoffe, allen hat es gefallen, uns hat Spaß gemacht. Richtig, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ja, liebe Zuschauer, das war's für Tag 1. Team Lurjunk sich am Ende des Tages 2 Punkte gesichert. Einmal ein für den Big Fish mit 46 sowie den Top 5 Punkt mit 198 cm. Team Gecashert den Numbers Punkt mit 12 Fischen und Team Westin River Fighters am Ende des Tages keinen Punkt in die Wertung gebracht. Naja, morgen ist ein neuer Tag. Die Punkte werden alle auf 0 gesetzt. Sprich, die Punkte von heute werden natürlich übernommen, aber für den Tag 2 wird auf 0 gesetzt. Was die Teams alles machen werden und ob es am Ende des Tages reicht, um sich nach vorne zu kämpfen oder seine Punkte zu halten, auszubauen, wie auch immer, das seht ihr alles in Episode 3 des River Fighters Perch Cups 2022. Wir danken euch fürs Zuschauen.